Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Ultimate Fishing Simulator. Ein, wie man am Namen schon hört, Angelsimulator, der verdammt geil aussieht. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es euch gefallen wird. Ist ja nicht so unsere Spalte von Spielen, die wir hier so spielen. Also, wir sind ja eher bei Survival, aber ja, Angeln und Survival passt ja so ein bisschen zusammen, ne? Okay, aber Testzone, da ist alles möglich. Das Spiel gibt's seit 2017 auf Steam als Early Access. Am 30. August dieses Jahr, also 2018, ist der Full Release geplant oder der kommt dann auch. Und das Ganze kostet jetzt momentan 19,99 €. Ich hab's von den Entwicklern bekommen. Vielen Dank dafür. So, damit wir nicht die ganze Zeit im Profil auswählen sitzen, zeige ich euch natürlich das einstellen. Also wir haben die Möglichkeit, eigentlich ist es auf Deutsch gestellt, ich weiß nicht, warum das jetzt Englisch ist, das normal zu spielen oder im realistischen Modus. Ich werde wahrscheinlich realistisch nicht einen einzigen Fisch fangen, deswegen werden wir normal auswählen. Ich sage 3, 2, 1, Spieler als lächerlichen, komischen, echten Name und sage erschaffen. So, Musik wird lauter, wir gehen auf unser Profil und bewegen uns jetzt im richtigen Hauptmenü des Spiels. Der Ben sitzt neben mir, willst du mal Hallo sagen? Hallo. Okay, so, ist ein Spiel für Kinder, kann man sagen, okay, geht so. Wir machen Tutorial auslassen, weil ich einfach ein perfekter Angler bin. Nein, das Coole ist, das ist ja das Tutorial, so fängt man das hier an direkt. Wir haben wirklich alle kleinen Punkte wie Auswurf, Rolle, Kampf, Keschern, Fisch, Floating, Floatfishing, Spinningfishing, Bottomfishing, einmal erklärt, leider dann teilweise Deutsch und teilweise Englisch. Es sind halt verschiedene Angelmethoden möglich. Wie gesagt, es ist wirklich ein krasser Simulator, das Wort Ultimate im Titel. Macht den Spiel alle Ehre. So, spannend wird's hier oben. Da haben wir nämlich einen Reiter. Hier dürfen wir zum Beispiel unsere Angelreviere auswählen. Ich zeige euch jetzt jeden Punkt, weil Angeln selber wird jetzt nur halt als Video etwas langweilig sein. Aber wir werden es natürlich einmal machen oder zweimal. Vielleicht sogar ein Fischlein fangen. Ne, Ben? Ja. Gut, Angelreviere sind einmal Betty Lake. Das ist das Startrevier. Da kannst du ganz alleine, lokal, mit einem Kumpel oder Multiplayer in Deutsch, wenn es dann halt so funktioniert, oder einen privaten Room aufmachen, dass du alleine angelst. Wir werden aber gleich mit anderen Leuten angeln. Das Spiel ist sehr gut besucht, muss ich sagen. Die Leute angeln wie verrückt. Sehr interessant. Ne? Und ja, das ist erstmal das Startgebiet auf eine Höhe von fast 11.500 Fuß. Der Betty Lake ist ein Wunder. Ich lese das jetzt nicht vor. Könnt ihr Pause machen und selber lesen. So, gut. Die nächste Reviere sind dann schon stufenabhängig. Wir sind Stufe 1. Ich habe ja jetzt gerade einen neuen Charakter erstellt und ja, du angelst natürlich und machst damit deine Stufen. Ne? Betty Lake Winter. Also wir haben denselben nochmal nur im Winter. Da könnte dann derselbe Text stehen, nur arschkalt. Ne? Regenbogenforelle, Seeforelle, Bugsaibling, keine Ahnung, Seehalbling und ein Kuttenthroatforelle. Die gibt's jetzt zur Angel. Der nächste wäre der Powell Lake. Die sieht schon ziemlich geil aus. Brauchen wir Stufe 3 für. Dann kommt St. Senos Lake. Gibt's sogar Hecht. Habe ich gerade gegessen. Wir haben gerade Hecht gegessen. Ja. Ja, sagt der Ben. Sieht sehr schön aus. Dann haben wir Baikalsee. Hecht. Steht da Hai? Habe ich gerade Hai gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Flussbarsch. Baikal Omnul. Also, du kriegst ja schon seltsame Fische. So, die können wir uns ja gleich mal angucken, keine Sorge. Dann gibt es den See nochmal im Winter. Das Ganze gibt es alles einmal im Winter, wa? Obwohl, das Atchafalaya-Basin. Schwarzbarsch. Graskarpfen. Also, sehr umfangreich, ne? Das, den River. Pinas Bay. Stufe 9. Und dann sind wir wieder hier. So, das ist schon mal der, den wir gleich besuchen werden. Und da werden wir auch ein paar Spieler sehen. Die sehen ein bisschen komisch aus, aber ist egal. So, das nächste, was wir haben, ist Turnier. Also man kann Turniere machen und sich dementsprechend dann wahrscheinlich Dollars und Erfahrung einkassieren. Dann haben wir eine Ausrüstung. Manchmal gibt es ein Ladebildschirm, also nicht schrecken. Hier können wir uns verschiedene Dinge kaufen, equippen. Von wirklich Angelrouten. Ihr seht, Fliegen, Fischen, Feeder, ich weiß nicht, was das ist. Casting, können wir Fische kennenlernen und casten, Spinning, also es gibt wirklich einen Haufen, Winden. Wer sich da auskennt, der wird natürlich hier auf seine Kosten kommen, unzahlmäßig viel Kram, aber das kostet auch dementsprechend Geld, 1776 Dollar für so ein Ding, ehrlich. Und das Ganze kann man sich nochmal in einer wunderschönen 3D-Landschaft an sich angucken. Wow, schönes Modell, sehr detailliert. So, ne, also du kannst dir das angucken, hier gibt es dann nochmal Angelschnuren verschiedene, Stärken, Dicken, denke ich mal. Ich habe mal einen Angelschein gemacht, aber aufgehört damals. Schwimmer. Viele Haken. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Hier, Dixon. Nein, der Dixon macht nicht viel Sinn, aber er ist Gold und hat mich damit dann in seinen Bann gezogen. Der Kubot W18. Ja, wer kennt ihn nicht? So, Köder. Brot, Made, Fliege. Oh, wie sieht eine Fliege denn in 3D an sich da aus?
Hallo Fliegen. Die sieht sehr traurig aus, ne? Die können wir nicht benutzen. Und verschiedene Blutegel, künstliches Fischei, Libelle, Grashüpfer. Boah, da kannst du aber, glaub, schon eher große Sachen mitfangen, wa? Mit einer Libelle und einem Grashüpfer? Okay. Was haben wir denn noch alles hier? Da sind wir bei den Angelschnuren. Schwimmer, Haken, Köder, Luris, keine Ahnung, Blinker. Ah, das sind die Dinger, die Fische anlocken sollen, ne? Wobbler, das habe ich schon mal gehört. So Weiche, die in der Strömung sich bewegen. Ach, ich mache gerade eine Handbewegung, das seht ihr ja gar nicht. Gummi. Fieder, das sind interessante Gegenstände, die ich absolut jetzt gar nicht einsortieren kann. Sieht aus wie eine Bärenfalle, aber das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Fiederbait, also zum Beißen und sonstiges. Sonstiges da. Bohrer, ernsthaft, wofür? Ein Kescher? $200? Ist der aus Raumfahrt-Titan oder was? Schrott. Kaufen. So, ich habe $10 für Schrott ausgegeben. Yeah! Freust du dich? Vielleicht bist du ja nach dem Video Profi angehört. Meinst du? Ja, ich glaube nicht. So, meine eigene Ausrüstung ist jetzt das. Ich habe einen Bohrer. Und ich habe einen Kescher. Haben wir schon mal gespart, oder? So, kann ich das jetzt nehmen? Kaufen. Nee, das sieht aus wie Ausrüstung. Okay, meine Ausrüstung ist das hier. Wir haben mehrere Profile, die wir benutzen können. Sehr schön. Jetzt sind wir gar nicht so weit gekommen. Fähigkeiten sind natürlich, wie jetzt in echt, schlecht bei mir. Ich habe noch keine. Wir sind ja noch Stufe 1 und müssen die erstmal wirklich es gibt aber viele. Jagdtrieb 3. Es gibt natürlich viele Fähigkeiten, die wir freischalten können. Bohrer benutzen. Eislöcher für... Ah, Eisfischen. Jetzt weiß ich, wofür Bohrer. Meine Freunde, ich bin tatsächlich nicht einsam auf dieser Welt. Auch wenn er das geglaubt hat, weil er nur am Computer sitzt. Hier sind sie alle. Also ich könnte lange scrollen für meine Freunde. Und ganz oben der erste ist... Utax oder LP Schmiede. Oh, gut. Schön. Dann haben wir die Enzyklopädie. Hier könnt ihr euch alle Fische nochmal angucken oder genauer angucken und sogar was über den Fische lernen, was ja interessant ist. Ich scroll einfach mal. Ich denke aber nicht, dass der krasseste Fisch ganz unten ist. Ne, wir haben jetzt zum Beispiel den Kararusche. Den können wir uns in 3D angucken und mal ranzoomen. Das Modell sieht sehr schön aus. Ne, Hecht. Das habe ich gerade gegessen, tatsächlich. Ja. Wir haben den gegessen. Jetzt hätte ich den nicht mehr gegessen. Der sieht aus wie ein Schnabeltier. Würdest du den echt essen, wenn du den so aussiehst? Nee, hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab den gekocht. Ich hab den auseinandergenommen. Also viele Fische hast du auseinandergenommen. Die Oma hat den gemacht. Hör auf. So, ihr könnt euch hier die ganzen Fische angucken und wirklich darüber was lesen. Komm, wir lesen nochmal Hecht. Soll ich vorlesen, was wir gerade gegessen haben? Hecht. Wie ist das für ein Hecht? Ein Döbbel. Das ist auch interessant. Der Hecht. Regenbogenmakrelen sind eine beliebte Fischart aus der Familie der Stachelmakrelen. Das hört sich schon lecker an. Sie leben vorwiegend in tropischen und subtropischen Gewässern auf der ganzen Welt. Dabei sind sie meistens entweder nah am Ufer oder in größeren Tiefen vorzufinden. Regenbogenmakrelen, aber da heißt doch Hecht, erreichen bis zu 180 Kilometer. Nein, 1,1, also das sind 1,8 Meter, oder? Heftig. 180 Zentimeter und 50 Kilo Körpergewicht. Ich glaube, vertut sich hier das Spiel, kann das sein? Es handelt sich hierbei um einen schnellen Raubfisch, der sich hauptsächlich von kleinen Fischen, Kopffüßern und Krebstieren ernährt. Das Hecht ist ja voller Killer, oder was? Gut, weiter geht's. Wir haben ein Ranking, das lädt jetzt ein bisschen, dann kommt einmal, da ist es. Wie die Leute, wow. Gesamtgewicht, wird sie veräppeln? Das kann doch keiner geangelt haben. Na, ist ja egal, wir haben auf jeden Fall sowas. Trophäen ist nochmal ein richtig geiles Feature hier bei Ultimate Fishing Simulator. So. Achso, ja, das ist doch schön, ich glaub dir doch. Können wir frei rumlaufen in der Trophäenecke. Ich denke mal, dass hier Fische hingehören, die wir geangelt haben. Aber man kann sich frei bewegen. Das finde ich ziemlich cool. Kann aber nicht springen, schade. So, das ist auf jeden Fall der Trophäenraum, den wir selber erkunden können. Finde ich sehr attraktiv gemacht. Mit dem Radio, was auch ein Feature des Spiels sein soll. So, mit ESC kommt man hier wieder raus. Guckt sich das Ladebildschirm an. Oh, das U ist sogar ein Angelhaken. Raffiniert. So, Trophäen. Dann haben wir natürlich das Angel. Das muss sein. Es ist voll krass. Ich muss das einfach mal zeigen. Ich mache das jetzt natürlich nicht. Aber dieses Feature ist natürlich auch schon mal heftig. Ne? Wir haben einen Editor. Und du machst ja einfach mal deinen eigenen Angelsee. Ziemlich heftig. Da kannst du dann halt Steine zufügen und so weiter und so fort. Deinen Charakter editieren. Also, finde ich schon ziemlich mega. Einen ganzen Editor dabei. Verlassen.
Den will ich jetzt aber nicht zeigen, weil das den Rahmen sprengen würde. Wir haben die Einstellung und wir haben noch mal ein bisschen Hilfe. Finde ich geil. Wenn wir auf Hilfe gehen, kriegen wir noch mal das hier. Und weil ich wahrscheinlich jetzt alles falsch machen werde beim Angeln, was ich nämlich jetzt mache im Multiplayer, in beliebiger Sprache, ich werde alles falsch machen. 10 Minuten, nur das Menü. Das habe ich auch noch nie gehabt in der Testzone. Und das U ist ein Angelhaken, Ben. Irre, oder? Sehr tiefenentspannte Spiele. Ein sehr, sehr tiefenentspanntes Spiel, muss ich sagen. Also, wer drauf steht, ich sag momentan kostet 19,99 im Early Access. Ob es jetzt am 30. bei Full Release teurer wird, weiß ich nicht. Ob sie sich das leisten können, die Entwickler, teurer zu werden. Weil so ein Simulator ist ja jetzt nicht das, was sie in jedem umhaut, jeden Spiel, aber ich finde es ganz interessant. Neben den Jagdsimulator, so ein Fishing-Simulator, toll. So, wir sind in einem Ladebildschirm gefangen. Aber wir wollen ja, war das Betty Sea oder See? Lake, Betty's Lake. So, dann sind wir da. Und ihr seht auch die anderen Spieler, die sind nicht echt da, logischerweise. Die sind da so als grüne, keine Ahnung, Human Centipede. Das ist er. Ich kann auch durch ihn durchgehen. So, er angelt jetzt hier. Ich sehe auch gar nicht, wie er angelt oder was er angelt. Also wir sind nur da. Ich glaube, wir können miteinander schreiben. Ob sprechen, weiß ich nicht. Wir dürfen uns hier bewegen mit unserer Angel. Wo sich der... Wo ist er hin? Da. Haken, sehr geil bewegt. So, wir haben auch kein gutes Wetter. Da hinten angelt noch wer. Hier wäre eine schöne... Nee. Hier ist so eine schöne Stelle, wo wir angeln dürfen. Ihr seht, also die anderen Spieler, die lümmeln hier auch so rum. Ich schreibe mal... F1 zum Chatten. Was ist das für ein F1? Hallo? Leute. Was sagt man denn als Angler? Gut Holz, nein. Ich sag, hallo Leute, das reicht. Was hat man denn mal als Angler gesagt? So, jetzt wollte er natürlich, dass ich was angle, ne? Ich werde die Angel reinwerfen, wir haben da unten einen Balken und bam, umso länger wir warten, desto weiter wirft er die Angel rein. So, jetzt haben wir den Faden und sowas, da müsst ihr natürlich aufpassen. Die Grafik sieht sehr schön aus, denn momentan haben wir blödes Wetter erwischt. So, wir haben jetzt die Möglichkeit mit dem linken Mausrad. In die Berge, da wo ich hin. Ah, da fährst du bald hin in die Berge. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, den reinzufahren. Wieder und zu ziehen. Furchtbar langweilig, die ganze Zeit nur zu gucken, denkst du jetzt, als Angler, als Simulant-Typ, dann habe ich Bock halt mir den Haken anzugucken. So sieht das jetzt aus, da ist er, auf Taste C, kommen wir einfach zu dem Haken, wir können uns aber weiterhin bewegen mit der Angel, ich sehe links sogar ein Fisch, kann den weiter vortreiben, ganz gemütlich mit der rechten Maus, das machen wir einen schnellen Zug, falls mal einer anbeißt, also ihr kennt das, dass der Haken fest in den Fisch reingedrückt wird. Und ich habe hier noch nichts gefangen, also nicht wundern. Da ist aber auch, glaub, eine Fliege als Köder automatisch dran. Ich habe ja nichts selber eingestellt. Oh, ich dachte, jetzt hätten wir einen. So, da unten wird uns nochmal erklärt, wie es geht, mit WASD bewegen. Blöd ist, weil ich mich jetzt bewege. Ich gehe jetzt wieder aus dem Modus raus, steht mein Charakter irgendwo anders, aber das war jetzt in Ordnung. Das hat er gemacht, so wie er soll. Eine Meteranzeige, die immer sagt, wie weit die Leine weg ist, also der Haken. C ändern, Taschenlampe, eine Taschenlampe? Das wird hier nicht viel bringen. Z Zoom, also das ist wahrscheinlich außerhalb. So, ich zieh mal rein. Das backt noch so ein bisschen. So, da ist mein Häkchen. So, Zoom ist das hier. Oh, guck mal, da ist auch einer. Sollen wir den snipen? Nein, Quatsch. Zoom wieder weg. Ich hau nochmal raus die Angel und hoffe, dass wir es fangen. Also, ich gehe mal davon aus, dass da Köder dran ist, ne? Wenn wir jetzt mal, wir haben auch kein Menü oder so. Da. Köder ist eine Fliege. Ob das, was sie wollen, eine Fliege ist? Kaufen, verkaufen? Nein, Gottes Willen. Ich habe ja nicht mehr. Shop. Ich werde mal eine Made kaufen. Zack. Ich hoffe, ich habe jetzt eine Made dran. Da. Vielleicht stehen die Fische ja mehr auf Maden. Ganz weit. Bam. Maximale Leistung. Ich will immer das Beste. War 25 Meter. Da können wir direkt mal wieder gucken, was unsere Made da so macht. Ja, die wird essen. Die Made ist schon tot, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir da eine lebende Made reingeworfen haben. Nein, die wird gegessen. So, ich bin eine Made. Ich bin sehr schmackhaft. Was? So, Leute. Meinst du, wir müssen da einen Big Mac dran machen oder so? Dann haben wir mehr Fische vielleicht. Da unten schwimmt ein Fisch, aber ich glaube, die ist viel zu groß, ne? Ich glaube, die Fliege ist zum Start. Der Entwickler ist ja nicht verrückt. Der hat uns zum Start erstmal eine ganz gemütliche Fliege rangepackt. Das wird wahrscheinlich genau das richtige Essen sein. Und ich mache ja alles falsch mit einer Made. Man kann sich aber nicht umsehen hier, wenn mich nicht alles täuscht.
So, wie weit sind wir noch weg? 15 Meter. Ist hier nicht mal ein Fisch? Ich zieh mal raus hier. Ich bin unzufrieden mit der jetzigen Situation. Oh, der Boden, sogar der Grund sieht. Also, die Grafik ist echt fantastisch. Wir haben halt schlechtes Wetter erwischt, leider. Aber das sucht man sicher nicht aus. So, ich zieh nochmal rein. Ich mach mal einen Positionswechsel. Ich glaube, bei mir sind alle Fische weggeangelt worden. Zwei Kumpis. Ist, glaube ich, scheißegal, nebeneinander angeln oder nicht, ne? Drei Kumpis. Na, hier sind überall Leute, ne? Da hinten ist auch noch einer am Angeln, der Irre. Aber das wird nicht viel bringen. Man sieht aber, was die anderen angeln. Guck mal da, hi, hat er geschrieben. Kanjia, grüß sie, ein deutscher Angler. Und fuck, volle Leistung wieder erwischt, 25 Meter. Nicht ganz, aber egal. Meine Made, wir werden gleich wieder auf Fliege wechseln, macht vielleicht mehr Sinn. Also wir werden erst aufhören hier. Boah, 19,44 Kilo hat der geangelt. Was ist das denn für ein Fisch gewesen? Regenbogenforelle. 19,44 Kilo. Die ist aber auch so eine Made, der Größe. Aber weißt du, was komisch ist? Wenn man schreibt Hai, weiß man nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht hat er ein Hai geangelt, aber vielleicht meint er auch Hai. Hai? Ja. Nein, glaube ich nicht. So, Angeln ist natürlich auch eine Art und da... Boah, das ist... Ach, du willst mich da veräppeln. Ich bin so eine leckere Made. Warum isst du mich denn nicht? 20 Kilo Fisch gefangen. Nicht schlecht. Top. Games Welt Live. Muss ich mir mal merken. So. Fisch, 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 komm. Der ist aber zu klein, der kann die Made doch gar nicht essen. Bin ich auf dem Grund oder schwebe ich in der Luft? Man erkennt es kaum. Du schwebst in der Luft. Hilfe! Backen noch ordentlich rum, die Made. So. Habe ich super gemacht, ne? Gar nichts gefangen bis jetzt. Ich werde mal die Fliege wieder equippen. Sorry. Oh, das war... Du hast ja auch nicht mehr gehofft, die Fliege. Wieso muss ich denn... So. Immer schwierig. Brot, Erbse. Ich werde schon was fangen hier. Wir könnten noch die Schnuren wechseln. Jetzt habe ich habe nur noch 135 Dollar und noch nicht ein bisschen gefangen. Da ist er wieder dran, das gute Flieglein. Raus mit unserer Anfängerangel und los! Fast wieder volle Pulle. Zapp. Jetzt bin ich mal ganz stille. Da hinten sehe ich sogar einen Fisch rechts. Wo? Ne, ist schon wieder weg. Und kann schön meinen Kaffee dabei trinken. Ich verliebe mich gerade in den Angelsimulator. Ist das irre? Das macht ja richtig Spaß. Einfach zuzugucken. Vor allen Dingen diese Ködercam, die finde ich mega gut. Wie findest du die? Gut, aber was musst du drücken, wenn da ein Fisch dran ist? Die rechte Maustaste. Aber dafür muss ich Spannung auf der Schnur haben. Zapp, dann kann ich, glaube ich, einen so einen fetten Ruck machen. Genau, so einen. Da, die Fische. Gefangen. Also Games World Live und Dings, die fangen die ganze Zeit Fische. Jetzt steht er da mit seinem 300 Gramm Fisch. Ich fange nur Mist. Ich fang nix. Hat wer einen Tipp? So, die Fliege macht mal realistische Bewegung. Oh, sie geht weiter weg. Ja, ich glaube, die liegt auf dem Grund, ne? Oh, ich schreibe es S. Das ist falsch. So, ich habe das Startequipment. Da dachte ich mir, dass das vielleicht klappen wird. Aber man muss ja auch Geduld haben. Es ist ja ein Angelsimulator, ne? Aber der Entwickler, der kann dann irgendwie in echt machen, dass du hier 80 Stunden sitzt und kein Fischkopf. Was ist das denn? Schwebeteilchen, ekelhaft. Games mit Live, gib mir einen Tipp. Christoph getrennt. Nein, das ist kein Tipp. So, wir haben aber nochmal den Schwimmer rechts im Bild. Guck ich denn hin? Den Schwimmer haben wir oben nochmal rechts im Bild. Ich muss ein bisschen Spannung drauf machen. Und wenn der natürlich einer... Wenn da natürlich einer anbeißt, dann ist die Sache safe. Flüge. Aber das ist doch voll unrealistisch, eine Fliege unter Wasser. Das ist so. Das muss ein Fisch, der denkt, was macht denn der Fliege hier unter Wasser? Ist ja voll albern, ne? Aber tote Fliege ist der ja auch, der Fisch. So. Ich zieh nochmal rein und dann werden wir geduldiger sein. Was ist das denn, Ben? Das ist kein Fisch, das ist ein, ich glaube, ein Baumstück oder so, was da verrottet unter Wasser. So. Schon mal ganz gemütlich zurück. So, hier kommt schon das Ufer. Und machen, hier waren ja keine Fische. Also ihr müsst ja taktisch sein. Hier, wo die Frösche sind, das ist ein gutes Zeichen, oder? Sammeln ein paar Pilze.
und werf dieses Ding jetzt mal richtig weit raus. Zap! Maximale Power. 18 Meter? Voll schlapp. So, da ist ein dicker Fisch. Der hat da bestimmt Bock auf eine Fliege. Hm, lecker Fliege. Gamesfeld Live. Guck mal, er hat schon wieder was geangelt. So, ich bleib jetzt ganz stille. Ich mache jetzt nichts. Weil ich glaube, durch Bewegung und so werden sie ja verschreckt. Oder sie sehen das dann erst. Also ich finde Angeln ziemlich schwer. Hast du mal geangelt? Ja. Ich möchte auch angeln. Ich möchte auch angeln, sagt er. Jetzt fährst du erstmal im Urlaub. Mit der Oma. Aber wir haben ja keine Angeln. Your hook size doesn't match fish size in this area. Meine Angel reicht nicht aus für die... Oder was? Hier ist ja eine Fischar. Hm, lecker Fliege, komm. Ich bin eine Fliege. Mit der Maus so ein bisschen bewegen. Du darfst dich nicht bewegen. Doch, ein bisschen schon. Ich bin Puck, die Stubenfliege. Unter Wasser. Achso, ich habe einen größeren Haken gekauft. Okay. Und Angel mit Made. Ah, guck mal. Okay, danke. Teste ich mal. Siehst du, wenn es klappt. So. Okay, ich hole einen größeren Haken. Und eine dicke Made. Den Tipp nehme ich wahr. Er hat was gefangen damit, dann will ich auch. Ich kenne mich ja nicht so aus damit. Optik mal weg. Ich dachte, ich habe das gefangen. Der Kampf wird halt eine Sache. Wie kriege ich den Fisch hier rein? Das ist die Frage, ne? So, ein größerer Haken, hat er gesagt. Ich habe jetzt ein... Das sieht aus wie der hier, ne? Die sind irgendwie alle gleich scheiße. Welchen habe ich denn? Kubota, Kubot E75. Kubot 76. Ja, was soll mir das denn jetzt sagen? Kein blassen Schimmer. Ein W, den... scheiße. E77, das kann ja nur größer sein, ne? Ich werde den kaufen. Der kostet 58 Piepen. Kann ich gar nicht. Warum kann ich den nicht kaufen? Hallo, Anzahl der Köder 2. Fehlt mir da eine Stufe oder so? Wahrscheinlich. Ah, hier. Verkaufen. Dann heißt, wir haben den. Dann kaufe ich den hier. Und ich hoffe, ich habe den jetzt drin. Kubota E76. 75, nein. Ich habe gekauft. Wie will ich nochmal kaufen? Kaufen, benutzen. Ich habe nichts gesagt. Dann haben wir den jetzt drauf. Schnappen uns eine Made. Mädchen. Benutzen. Ja, benutzen. Hab jetzt eine Made drauf. Was ist das hier? Das sind ja drei Haken. Wenn du drei Haken hättest, dann geht das. So, jetzt habe ich das Tipp mehr wahrgenommen. Ja. Da ist es. Equipped. Und hau die Angel da rein. Zap. Oh, das war aber nicht gut. So, jetzt lasse ich die Made so ein bisschen rumdümpeln. Wir können ja ein bisschen gucken dabei. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt in der Luft schwebt oder auf dem Boden ist. Die schwebt in der Luft. Muss ein bisschen, man muss ja ein bisschen gucken, dass auch ein bisschen Spannung auf der Schnur immer ist. Sonst bringt dir das nichts, wenn die Made da so frei rumschwimmt. Gameswelt hat schon wieder einen Fisch gefangen. Aber mit der Ausrüstung, die wir gerade haben. Geduld. Jetzt haben wir Testzone technisch natürlich nicht so spannend, aber... Wir warten einfach ab, ob hier ein Fischi vorbeischwimmt, der Ben. Ja. Wir können ja mal vorlesen. Also es gibt 6 Siebtes ist am Com-Region, wo wir auf der ganzen Welt halt fischen können. Es gibt 4 verschiedene Fischtechniken. Floutfishing, Spinning, Bottomfishing und Fliegenfischen und Eisfischen. Das sind aber 5. Da kommt einer. Psch, 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 psch. Boah, ist das ein Wellermann. Krieg ich doch nie. Der isst den nicht. Ich habe ihn nicht gefangen. Zu früh. Boah, habt ihr das gesehen? Alter, da hätte ich den Wellermann der Wellermänner gefangen. Ich war zu nervös, ich habe zu schnell gezogen. Oh, den hättet ihr haben können. Echt, ey? Boah, der wäre der Held auf dem Server gewesen. Komm, der muss ja da noch rumschwimmen. Der ist bestimmt erschrocken. Ey, wo ist die Made plötzlich hin? Einfach Geduld haben. Okay, wo waren wir? Fishing Techniques, Float Fishing, Spinning, Boat Fishing. Ach, das ist mir zu klein. Boat Fishing. Also Spinning. Float, Bottom, Flying, Ice. Das sind 5. Ich habe 4. Dutzend von Spezien. Die haben uns ja angeguckt schon. Viel Equipment. Dynamisches Wetter haben wir schon kennengelernt. Wir haben Scheißwetter. Komplexer Multiplayer. Finde ich jetzt nicht so komplex. Nur für Schreiben miteinander, das war's.
extrem realistisches Wasser. Das finde ich, sieht sehr gut aus, ja. Optionale Unterwasserkamera, die finde ich ganz gut. Eisfischen, geil. Ich dachte, der beißt an. Oh, da kommt er wieder. Jetzt aber immer wieder selber. Und zack. Tension beachten. Ist das der Kampf? Unter Wasser, wir können das auch über Wasser gucken. Die Schnur darf nicht reißen, das ist mir schon klar. Kommen wir in der Nähe? Boah, ich will den Wellermann haben. Okay, das ist das Problem, wenn man so weit weg ist, ne? Der Kampf ist langsam. Können wir von außen gucken. Boah, es ist irgendwie langweiliger. Die Kamera ist sehr schnell am Wechsel. Oh, der erwischt mir. Oh, das könnte das dauern. Der Ben ist auch ganz aufgeregt am Gucken. Oh, jetzt ist er an, was passiert mit meinen Haken? Ja, er wird schwächer, er wird schwächer. Ich lasse immer so ein bisschen Leine kommen. Jetzt haben wir die Hälfte schon geschafft. Immer so ein bisschen geben und ein bisschen nehmen. So habe ich das mal gelernt beim Selbstangeln. Und gleich habe ich ihn. 7 Meter noch. Wow, 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 wow. Ich habe gesagt, die Testrunde geht so lange, bis ich angefangen habe. Und da ist er. 3 Kilo nur? What? Verkaufen, natürlich verkaufen. Erstmal bedanken. Juhu. Erster Fisch. Achso, nicht auf Englisch. Fisch. Danke. Für deinen Tipp. So. Ich habe keine Made, gar nichts mehr. Könnt ihr jetzt. Ich kann auch nicht auswerfen. Ich kann auswerfen, doch. Aber ohne Dings bringt das ja nichts. Wir angeln uns noch ein. Boah, der sah aus, ob der 40 Kilo wiegt, ne? Und das war nur so ein kleiner Furz. Aber es gab auch nicht Dollar-Safe für den. Wir brauchen natürlich wieder eine Made. Benutzen. Ach so, der hat die in den Mund. Bitte? Der hat die Made in den Mund. Wer hat wem im Mund? Woanders hingehen? Nö, der Fisch ist ja weg, der kann ja nicht mehr petzen. So, los geht's. Pop! Also, ich habe einen Fisch gefangen, dann ist das möglich. So, wir können noch weiter. Wow. So gerade erst gekommen hier. Mal mit der Ruhe, Leute. Weiterlesen. Wow. Surfacing and Sea Fishing. Okay. Eisfischen finde ich auch ganz interessant. Day and Night Cycle. Also Tag- und Nachtrhythmus. Boote. Der Level Editor, den haben wir uns angeguckt. Item Crafting habe ich noch nicht gesehen. Aquarium soll noch kommen. Ein Radio haben wir auch schon gesehen. Neue Fische, Spezies, Equipment, Items und Fisheries, also Orte, kommen auf jeden Fall noch weiter. Auch wenn das Spiel natürlich full released wird. So, jetzt können wir uns konzentrieren auf den Fisch. Und Gameswelt Live wird wahrscheinlich ein Streamer sein, oder wenn er schon live heißt. Wie viel Geld hat er dir vorhin eingebracht? $47, glaube ich, haben wir verdient mit dem Fisch. Das ist viel. Ja, jetzt musst du Geduld haben, ne? Wir können uns die Welt angucken. Hallo Welt. Dynamisch ist natürlich jetzt scheiße, weil wir Nebel haben. Die Grafik sieht sonst ganz toll aus vom Spiel. Da kommt schon wieder so ein Moped. Der kommt aber zielstrebig an, ne? Auf die Male. Und zapp. Oh. Zu früh gedrillt. Na, einen will ich noch. Also ich könnte das den ganzen Tag machen. Das ist echt geil. Ich kriege jetzt kein Geld für von Entwickler oder sowas. Ich habe das Spiel halt umsonst bekommen, aber... Aber das könnte ich den ganzen Tag machen. Werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten machen gleich. Ha. Aber erstmal wollen wir noch einen Fisch zusammenfangen. Bug Report, Spieler zurücksetzen. Papa, Uhrzeit ändern. Das kann ich auf dem Server nicht. Hä? Darf ich dann gleich mit dir? Was willst du? Wenn nach der Aufnahme darf ich dann gleich mit dir. Ja, klar. Die Made ist jetzt ein größeres Ding, da geht der kleine Fisch ja gar nicht dran. Der weiß ja, dass er die gar nicht im Mund bekommt. Da kommt schon wieder an so einem Möpfchen. Das ist ja ein bisschen zielstrebig, ne? So, warten. Lass ihn ein bisschen essen. Und jetzt! Jetzt habe ich ihn drin. Der versucht den aufzuessen. Der versucht ihn natürlich versuchen. Ja, das macht doch schon auch eine Rolle hier. Wir sehen nicht mehr, wie weit er weg ist. Oh, jetzt kann ich. Jetzt. Meine Schnur hält. Drei Wetter taft, 15 Meter, 14 Meter unten steht. Oh, den kriege ich. Oder ist der Haken ab? Ist er ab, der Fisch? Das sieht so gemütlich. Da wiegt nur 3 Kilo oder was? 0,4 Kilo! 6 Erfahrungspunkte oder $7. Errungenschaft. Okay, das ist aber ein kleiner. Achso, ich drehe den immer. Freilassen hier, armer Fisch. Fick mit dir. Na, haben wir den freigelassen. Sollen wir noch einen fangen, Ben? Noch einen? Ja.
Sollen wir mal Brot nehmen oder was sollen wir nehmen? Du darfst entscheiden. Warte, wir machen mal ganz nach unten. Was ist ganz wir haben Brot, Erbse, Mais, kleiner Schnittköder, einen Regenwurm, Marshmallow, Blutegel, künstliches Fischei, großer Schnittköder, natürliches Fischei, Wachswurm, Libelle, Grashüpfer. Wurm. Ich hab den Wurm auch gewollt. Oh Mann, wir müssen Stufe 3 haben. Verflucht dürfen wir nicht. Ein Brot ist, glaube ich, hier. Brot, Erbse. Brot oder Erbse? Brot. Brot. Hätte ich denn auch genommen. Benutzen. Mal gucken, was bei Brot anbeißt. So, man verbraucht aber die ganze Zeit seine Kohle. Aber es ist ja völlig in Ordnung. So, da ist mein Crouton dran, ne? Toll. Ja, ein Wurf. Pop. Da fliegt das Brot aber weit. So. Wir lassen das Brot so ein bisschen dümpeln. Weich doch jetzt auf. Und welcher Fisch wäre eigentlich Brot unter Wasser? Da ist dann vollgesaugt, voll Wasser. So, während wir warten. Ja, da kann aber der Fisch besser essen dann, ne? Lob ich mal den Kan Y, J. Kan ja, was ist das für ein Name, ey, ja? Kan ja. Geht. Da ist ein I zwischen. Gut ab beim Angeln. Smiley. Der holt da den dicken Brummer raus, ey. 13 Kilo, 14 Kilo fast. So, mal gucken, was hier kommt. Der Ben steht schon ganz aufgeregt neben mir. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das interessiert jetzt. Findest du das gut? Er sagt ja. Hat den Kopf geschüttelt. Der interessiert dich keiner. Ach so, ja, gut, dass du mich wach gemacht hast. Beim Angeln schläft man ja so gerne ein. Hier kommt gar keine Sau. Die interessieren sich überhaupt nicht für mein Schnittbrot. Vielleicht wollen sie jetzt lieber ein Zwiebel- oder ein Kartoffelbrot haben, die Fische. Da strömt ja jetzt auch kein Geruch aus oder so. Ist ja, wir sind ja unter Wasser. Der Fisch, der sieht ja nur grob was, dass da was rumdümpelt. Und beißt deppig rein. Der Fisch gerade war 10-mal schwerer als mein erster. Da kommt irgendwas. Nee, das war wieder nur ein Schwebeteilchen. Ja, mach die großen Haken. Ach so. Wenn du die großen Haken hast, beißt die größeren Fischen an. Okay, wir haben ja auch einen größeren genommen. Sonst hätten wir die kleinen Dümpelbedinger bekommen. Aber es ist ja irgendwie komisch. Der kommt dann auf irgendwann auf einmal so, bupp, kommt ein Fisch angeschwommen. Und alles ist easy peasy. Geschwindigkeit der Rolle können wir noch ändern. Ansicht, rechte Maus, Drill, Pumpen. Pumpen. Und hier kommt kein Fisch. Gut, ich würde sagen, wir haben uns das Spiel gut angeguckt. Wir können ja an der Rolle noch was verändern. Etc. etc. Oder oben kann ich in den Chat. Achso, ich bin noch im Chat. Hier an der Rolle können wir auch noch was ändern. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Feingefühl wahrscheinlich. Und ja, ich und der Ben, der angeln noch ein bisschen weiter. Ne, Ben? Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video in der Testzone. Bis dann.